Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim, zu einem neuen Vlog, würde ich es nennen. Moin. Hier bin ich heute auf zwei Kameras zu sehen. Einmal auf der und einmal auf der. Also, ja. Also auf der einen bin ich nicht zu sehen, auf der anderen bin ich zu sehen. Ich habe hier einmal die Facecam. Und dort filmt die gute Kamera den Desktop ab. Ja. Guten Tag, Kamera. Die steht nicht ganz gerade heute, aber ja, ich hoffe, es erfüllt irgendwie seinen Zweck. Heute möchte ich euch nämlich mal zeigen, der liebe typisch Elias, der hat mir nämlich die Frage gestellt, womit machst du deine Thumbnails? Und ja, diese Frage werde ich euch mit diesem Video halt einfach heute mal beantworten. Ja, hier ist auch schon das Programm. Ihr könnt es sehr gut sehen. Mit Paint mache ich das ganz einfach. Und ja, da werde ich heute mal ein Thumbnail für Pokémon Ultramond, Lass mich lügen, Part 59, 69 ist es schon, erstellen. Vielleicht irre ich mich auch in der Zahl, Zahlen war noch nie irgendwie meine Stärke. Ja, das werde ich heute mal mit euch gemeinsam machen. Dafür nehme ich hier von Google Bilder einfach ein paar Screenshots aus dem Spiel. Das ist gar nicht so, das ist ganz in Ordnung. Das soll nämlich auch das Spiel darstellen und ja, ist alles im Rahmen des Machbaren. Und dann seht ihr schon, wie man das hier macht mit den ganzen Werkzeugen, mit den ganzen Tools. Ja, und dann suche ich in der Regel ein großes Hintergrundbild raus, das dann in diesem Fall der liebe Giovanni ist. Darum wird es nämlich in dem Part gehen. Der finale Kampf gegen den Giovanni Boss Team Rainbow Rocket und so weiter. Ja, und dann hier habe ich schon mal ein paar, hopp, hängt sich hier auf. Jetzt habe ich ja schon mal ein paar Bilderchen rausgesucht, die ich für das Thumbnail benutzen kann, damit das nicht so lange dauert. Normalerweise muss man da nämlich noch ein bisschen suchen und dann passt man halt hier an. Ja, hier kann man dann halt noch ein bisschen skalieren, damit es halt noch ein bisschen passt. Stehe ich den da auf die Schulter. Muss halt gucken, wie der passt. Dann schneide ich das alles so ordentlich aus. Und dann klatsche ich das in der Regel einfach auf das Poster hier mit drauf. Muss natürlich gucken, ob ich ein passenderes finde. Das dann nicht gleich schwarz ist. Das mit die Logo ist halt nämlich ein bisschen bekloppt bei Paint. Es ist ja eigentlich so, dass das eigentlich einfügbar ist. Das ist ja schon so ein, ist ja schon ausgeschnitten in Photoshop oder in anderen professionellen Bildbearbeitungsprogrammen könnte man das jetzt easy propeasy einfach einfügen, aber in Paint muss man dann leider Gottes alles ausschneiden. Aber daran habe ich mich auch schon gewöhnt, das mache ich jetzt schon ewig und dann guckt man halt hier, wie passt's jetzt am blödesten. Und dann kriegt man das schon gebacken. Ja, so sieht's doch toll aus. Kann man hier 140 dürfte passen. Zack, so, und dann, nee, dürfte nicht passen, muss noch ein bisschen größer. Dann machen wir noch 110% dazu.
Ja, zu klein soll es dann auch nicht werden, weil es soll da noch hinpassen. Auch dann habe ich nachher meinen Spaß beim Ausschneiden und Hinpacken. So, und dann nehme ich hier das Ausschneidetool. Das ist bei Paint alles ziemlich einfach und schneide hier entlang der Grenzen des Logos und mal das dann am Ende alles aus. Ja, so wird das dann da reingeklatscht. Boah, es wird ein bisschen eng mit dem Kopf, wird ein bisschen kollabieren, aber das kriegen wir auch noch hin. So, dann ist das erstmal gesetzt. So, und dann wird hier das nächste ausgeschnitten. Ja, das geht hier dann relativ zügig mit Ausschneiden. Da muss man dann genau gucken, dass das hier nicht ausschneidet, was es nicht ausschneiden soll. Und dass es genau an der Linie entlang geht, also möglichst genau an der Linie entlang geht. Und das muss man dann nachher wieder ausmalen. Das ist bei so einem 8-Bit-Charakter jetzt hier nicht allzu tragisch. Das kriegt man, glaube ich, hin, aber bei einem großen Logo, da wird das dann schon ein bisschen tragischer. Dann packt man sich das und dann. Hui, hui, hui! Ibims Giovanni. So. Ich glaube, dann platzieren wir den hier so in den Hintergrund. Großartig. Und dann nimmt man sich dieses Füllmaterial und dann guckt man hier und macht das noch natürlich ein bisschen größer hier mal. Doppelte Prozentsatz. Dann kann man da näher rangehen. Hier mal gucken. Nehmen wir die Farbe Blau hier, die dort ist. Dann passen wir das Ganze an und dann malen wir hier Stück für Stück die weißen Stellen aus, dass es so aussieht, als wäre das 1A dort rein gefotoshoppt. Sieht dann im Endeffekt so ganz in Ordnung aus. ihr kennt ja meine Thumbnails. Und ja. Kann man machen. Dauert eine Weile, aber ja. Für mich ist das mittlerweile kein Problem mehr. Anfangs bei den ersten Thumbnails habe ich mich dann ein bisschen mit schwer getan, aber ja. Manche können es halt nicht. Ich habe halt die Geduld dazu, das zu machen und deshalb geht das auch klar und geht in Ordnung. Und wenn man sich ein bisschen beeilt, wenn man schon ein bisschen in Übung ist, dann macht man das auch ordentlich und dann geht das schon auch so zack von der Hand. Kommt natürlich auf die Anzahl der Sachen an, die du im Bild hast. Ich habe dann ja schon mal, ja, was war denn das Aufwendigste, was ich so hatte? Habe ich, glaube ich, gut 2 Stunden dran gearbeitet, das dann wirklich anzupassen. Ja, manchmal malt man auch ein bisschen mehr aus und malt dann halt ein bisschen drumherum und macht dann halt noch dies und das und jenes und
kommt drauf an, von Thumbnail zu Thumbnail. Ist natürlich so bei Let's Play Parts, wenn du halt täglich da was hochladen willst, musst dich natürlich beeilen. Da sollst du vielleicht nicht unbedingt eine Stunde dauern. Aber ich denke auch mit den meisten Thumbnails bin ich so, ja, grob gerechnet. Lass es mal 20 Minuten sein, ja, durchschnittlich 20 Minuten. Traditionell hier den blauen Rahmen drum, wenn man es dann mal noch mal ein bisschen kleiner kriegt und passt das Ganze an. So. Ja, was soll ich sagen? Man könnte es jetzt natürlich aufwandsloser machen und sich halt so ein teures Programm kaufen und das so machen, aber ja. Das ist dann halt auch keine Arbeit. Das ist ja dann auch. Ja. Ich mag es so, ich liebe es so und es wird meistens doch was Gutes draus und dann, ja, habe ich auch das Gefühl, ein Kunstwerk geschaffen zu haben und da halt, ja, es kann man halt auch stolz drauf sein, auf seine Thumbnails, wenn man halt dann da stundenlang gearbeitet hat und da halt wirklich. Später vielleicht nicht mehr ganz so zu sehen, aber jeder Pokémon Ultra Mond Part hat einen schmalen blauen Rahmen. Das muss dann natürlich auch noch bei Part 69 und bei Part 70 so sein. Da ändert sich nichts. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nämlich nichts. So. Und dann wird der ganze Rahmen hier auch noch reingepasst und dann, zack, haben wir hier ein fertiges Ding. Speichern wir das Ganze. Und dann haben wir das Ganze hier. Und fertig ist der Lack. Ja, haben wir es geschafft. Hier das fertige Thumbnail. Haben wir gemeinsam gemacht. So, sagt Tschüss zu euch selbst, Leute. Ciao. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangenfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Thank you.